So, da wäre wieder ein neuer Tag, eine neue Daily. Oder so ähnlich. Aber diesmal werde ich es wirklich so machen, wie ich es die ganze Zeit geplant hatte. Sogar noch ein bisschen extremer. Also ich werde jetzt eine ganze Folge aufnehmen. Und zwar nur die Minen. Danach werde ich eine halbe Folge aufnehmen. Nur die Minen. Und danach versuche ich erst die Daily. Weil zu dem Zeitpunkt müsste ich einigermaßen wach sein. Ich müsste mich wieder an das Spiel gewöhnt haben und so weiter und so weiter. Damit ich auch schön weit oben auf der besten Liste lande. So, spring runter da. Und rein. Und dann schauen wir mal, ob ich es jetzt endlich schaffe, wieder in den Dschungel zu kommen. Und dann bitte auch zu dem Zeitpunkt noch eine Bombe überhaupt für den Tunnelmann. Nicht, dass ich unbedingt immer überspringen möchte, aber ich hätte ganz gern die Wahl. Außerdem ist es ganz praktisch, dann direkt in den Dschungel zu gehen, um einfach den Dschungel selber zu üben. Man muss hier erstmal in die ganzen... Ah, geht auch noch, okay. Man muss sich hier erstmal die ganzen Gegnerarten und Fallenarten, was weiß ich, gewöhnen. So, lauf, 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 sonst kommt gleich wieder der Geist. Und der war letztes Mal gar nicht schön. Hallo, Zonk. Das war jetzt ein bisschen weiß weg. Oh, Spinne. Warte mal, dann machen wir doch mal den hier. Stellen uns mal richtig hin und kaputt. Sehr schön. Oh, oh, oh. Fallschaden. Ist hoch? Ja, okay, doch, das war hoch. Ich hätte den nach rechts drücken sollen. Ja, ich habe die Spinne erwischt, aber mich auch. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir erstmal hier ganz normal üben in der Mine, bevor wir die Daily machen. Weil ich scheine immer wieder dieselben Fehler zu machen. Jedenfalls jeden Tag einmal dieselben Fehler zu machen. Und danach wird es dann einigermaßen besser. Okay. Ein Pfeil hat eines meiner lebenswichtigen Organe durchbohrt. Ja, schnell Neustart. Das mit den abprallenden Pfeilen und abprallenden Geschossen an sich ist, glaube ich, noch die größte Krux, die ich habe. Da werde ich mich echt erst dran gewöhnen müssen. Und vor allem auch einigermaßen voraus berechnen, lernen müssen, wie die Dinger fliegen. Weil dass der Pfeil mich da gerade erwischt, hätte ich so nicht gedacht. So, da unten ist eine Falle, wo ich auch nicht so rumkommen. Okay, probieren wir es mal. Wir lassen dich einfach runterfallen. Genau. Peitsch. Da hinten ist noch was. Oh, hallo. Dich nehme ich gleich mit. Nope. Sehr gut. Mehr Seile ist auch gut. Das ist jetzt nicht so gut. Geht's hier auch noch lang? Dich haben wir ausgelöst. Ja, haben wir. Ja, hier geht's auch noch durch. Sehr schön. Flupp. Fledermäuse werden erstmal ignoriert, so halbwegs. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Ja, so muss das sein. 4 Lebenspunkte. Blondine schon beim Ausgang. Kommen wir da noch rüber? Mist. Den Smaragd will ich aber haben. So. Und eigentlich noch mehr, aber ich will keine Bomben verschwenden. Ne, komm, einfach raus hier. Müsst das ja nicht auf die Spitze treiben mit Risiko und so. 5 Leben, 5400 Gold. Gold ist ein bisschen mau, aber... So, komm mal her. Oh, du kommst mit. Du bist kein Skelett? Nein. Oh, da ist eine Riesenspinne. Und ein Shop. Sehr schön. Was haben wir da? Eine Schrotflinte für 15.000. Bomben. Bomben kann man immer gebrauchen. Und ein Eisstrahler. Den kenne ich auch noch nicht. Aber gucken wir erstmal, ob es noch einen anderen Weg gibt. Nicht so wirklich. Da ist auch eine Sackgasse. Okay, du kommst wieder mit. Können wir hier runterfallen?
Ja. Problem ist nur die Spinne da oben. Machen wir erstmal das Spinnen jetzt hier weg, damit wir schneller durchkommen. Und dann laufen wir einfach. Und hoffen das Beste. Du bist kein Skelett? Okay. Problem ist nur, wo ist jetzt die Blondine? Kaputt. Die Vasen sind echt am besten zum Schmeißen, fällt mir gerade auf. Weil die prallen ja nicht ab, die gehen ja kaputt. Der da oben könnte ein Problem werden. Jo. Das hätte aber auch sauer gehen können. So, du kommst mit. Löst die Falle hier aus. Ein Mini-Rubin. Ich will den da. Mist. Ich glaube, ich komme da nicht ran, wenn ich jetzt hier springe. Ah doch, wenn ich hier springe. Genau. Bringt zwar auch nicht so viel, aber wenigstens etwas. 800 bringt es Markt, okay. Nö, ich will einfach weiter. Ich will jetzt nicht zurücklaufen und dann kommt der Geist und die kriegt Schaden oder sterbt beim Geist und nee. 5 Lebenspunkte sind richtig toll. Die will ich behalten. So, komm. Oh. Ich glaube, da komme ich nicht durchgelaufen, oder? Doch, komme ich. Sehr schön. Was passiert, wenn ich das Ding hier sprenge eigentlich? Ich glaube, wir hatten das schon mal, dass Kali nicht so gut davon zu sprechen war. Ich glaube, das war auch durch so ein Ausversehen kaputt macht Ding. Oh, dich habe ich ganz übersehen. Sehr schön. Und Ausversehen kaputt macht Ding war, glaube ich, der Stein gewesen. Also diese riesige Indiana Jones Kugel. Viel zu viele Lebenspunkte hier verloren. So. Nicht zu weit. Wo zum Geier ist die Blondine? So, jetzt was Schönes bitte. Auge des Horus. Okay. So. 1600. Komm. Ich will nicht aus Versehen später irgendwie reinlaufen. So, keine Blondine. Ja, mein Problem. Denn wir haben Lebenspunkte verloren. Und zwar nicht zu knapp. Da ist sie. Das sieht kein bisschen gefährlich aus da hinten. Okay, wenn ich das runterschmeiße, müsste das links nicht explodieren. Genau. Immer dich. Mach nicht da. Was zur Hölle war das? Ich glaube, ein Splitter von dem. Von der Vase. Oh. Wollte ich eigentlich opfern, aber gut, man kann keine Leichen mitnehmen. Das wäre wohl ein wenig zu makaber für das Spiel. Und man sieht sogar in diesem Übergangsbildschirm die Edelsteine in der Wand. Das finde ich nicht schlecht. Also ist nicht wirklich wichtig, aber so eine kleine Teils, ne? Kennt ihr ja schon von mir. Für 800 Gold spreng ich nicht. Okay, hier. Upsala. Hops. Sehr cool. So. Gott. Jetzt gib mir bitte eine Blondine. Da ist eine. Oh, Fledermaus. Fledermaus ist gar nicht schön. So. Perfekt.
Fledermäuse sich mal so schräg bewegen. Oh, Spinne. So schräg. Jo, tot. Genau, weil Fledermäuse sich mal so schräg bewegen und ich das dann teilweise nicht so gut einschätzen kann. Ja, komm ich da hin. Okay, unten links rum. Muss ich nur erstmal irgendwie nach unten links kommen. Hier sieht doch gut aus. Oh. Zing. Aha. Große Spinne. Oh. Ich wollte auf dich raufspringen, du doofes Ding. Okay, zwei Lebenspunkte runter. Wenn wir das Küsschen jetzt bekommen, sind wir bei 3. Eigentlich wollte ich das wieder... Oh, oh, Falle. Kann ich das mit dem Seil auslösen? Nein. Mist. Ah, da ist schon ein Pfeil. Auf dem Boden. Ja, du hast schon geschossen. Warum auch immer du schon geschossen hast. Aber ist mir egal. Ich habe Lundine, alles ist gut. So. Flop. Flop. Wir haben richtig viel Schotter. Wir bräuchten immer wieder einen Shop. Und noch mehr Gold. Sehr schön. Raus. Das wäre jetzt ein richtig... Oh, Buddelmensch. Wir haben Bomben. Spenden. Sehr schön. Und Küsschen und Dschungel. Das wäre ein richtig schönes Daily-Leben gewesen. Oder ist ein richtig schönes... Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wir hätten gerne Bomben. Spikes, weiß ich immer noch nicht, was die machen. Ich glaube, die machen einfach nur, dass man nicht ausrutscht auf dem Boden, wenn man auf dem Eis ist. Eis war auch noch eine Ebene, wo man hängen konnte. Aber gucken wir doch einfach mal. Objekte. Blub, blub, blub. Spike. Wanderstiefel mit scharfen Spikes an der Sohle. Ja. Wir haben dich leer gekauft. Gibt das keinen Erfolg oder so? Na gut. Tiki-Falle. Da sind wir schon mal dran gestorben. Fleischfressende Pflanze. Mist. Oh, die stirbt ja gar nicht. Okay. Ja, was ist mit Wasser? Unten im Wasser liegt Gold, also muss man ins Wasser dürfen. Ja. Keine Wasseranzeige, keine Luftanzeige. Oh, ich muss was testen. Ja, es gibt einigermaßen Physik. Sehr schön. Also was Dingens angeht. Wasser. Das schwebt ja nicht mehr so in der Luft oder so. Du willst zu deinem kleinen Freund oder was machst du da? Du willst mich auch nur töten. Hey. Tiki-Falle. Kann man Wow. Das war so nicht geplant. Die Tiki-Fallen schießen gar nicht. Aha, jetzt schießen sie. Okay. Oh. Du willst mir wieder mein Gold klauen. Ich weiß das ganz genau. Hier kann man nicht vorbei. Nicht schön. Wir haben ja genug Bomben. So. Dann versuche ich jetzt auf der Pflanze zu landen. Eine Falle hat mich verschlungen. Das war keine verdammte Falle, das war eine Pflanze. Aber Level 5 und wir haben es freigeschaltet. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, jetzt gibt es einen kleinen Cut. Dann in der nächsten Folge gehen wir nochmal in die Mine. Eventuell auch gleich in den Dschungel, einfach nur um da ein bisschen Dschungel-Erfahrungen zu sammeln. Und dann danach machen wir die Daily. Also bis gleich.